Die für die digitale Lehre erforderlichen digitalen Kompetenzen der Protagonisten sind oft sehr überschaubar. Viele Studenten verfügen über eine hervorragende Medienbedienkompetenz. Ihre Medienkompetenz allerdings lässt vielfach zu wünschen übrig. Mit einem Maßnahmenkatalog bringen wir Ihnen ab dem ersten Semester vor jedem Kurs zunächst die für das Online-Lernen benötigten Kompetenzen bei. Dazu hat jeder Kurs eine vorgeschaltete Komponente, die sogenannten Class Preliminaries, in denen sehr niederschwellig die Prinzipien und Optionen der digitalen Lehre multimedial erläutert und verschiedene Vorschläge zum Online-Lernen gemacht werden. Außerdem leisten wir gerade in den ersten Wochen nach Semesterbeginn eine intensive digitale Beratung über E-Mail und die sozialen Netze. Damit Studienanfänger sofort digital loslegen können, ist eine intensive digitale Betreuung vor Semesterbeginn und in den ersten 2 Wochen des Semesters erforderlich. Dazu haben wir einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der in diesem Video vorgestellt wird. Ab Woche 2 entfalten dann unsere digitalen Anreizsysteme bestehend aus Electronic Assessments, Digital Badges, diagnostischen Tests und den zahlreichen Kollaborationsoptionen ihre volle Wirkung. Das digitale Kennenlernen ist eine der Schwierigkeiten der derzeitigen Lehr-Lern-Szenarios, allerdings vorwiegend zum Studienbeginn. Studenten höherer Semester kennen sich zumeist bereits. Bei Erstsemestern fördern wir die digitale Gruppenarbeit, etwa durch gemeinsames Arbeiten an Problemen und durch permanente Ermutigung zum Austausch, auch in virtuellen Lernräumen. Ich nehme mal an, diese Frage bezieht sich auf die Lehrenden. Um sie entsprechend vorzubereiten, muss man sich entscheiden, ob man bei Notfalllösungen bleibt oder ob man das Lehren und Lernen neu denken möchte. Im ersten Fall kann man davon ausgehen, dass mittlerweile alle die benötigten Webtools im Griff haben und es keine größeren Probleme geben wird. Da dieses Emergency Remote Teaching nicht nur für mich, aber keine Option für die Zukunft ist, schlage ich ein spezielles Rezept für die Erzeugung digitaler Inhalte vor, das ich in diesem Video näher erläutert habe. Es besteht aus meinem 6-Schritte-Programm, einem Rezept zur gemeinsamen Erstellung digitaler Inhalte und setzt den Willen zur inhaltlichen Kooperation unter den Lehrenden gleicher Fachkulturen voraus.